Ja. Oh, Mann, essen! Geil, Frühstück. Oh, erstmal was essen. Ich komme, Mutter! Hallo. Nächstes Mal kommst du schneller runter, wenn deine Mutter ruft. Ja, tut mir leid, Vater. Setz dich jetzt hin, du Bengel. Der braucht das. Setz dich jetzt hin, Odo Mann. Ja, wir müssen was besprechen. Und zwar, dein Direktor hat angerufen. Mhm. Und er hat gesagt, dass du keinen einzigen Freund in der Schule gefunden hast. Und keiner mag dich. Ja, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Warum bist du so komisch, Odo Mann? Ich weiß es nicht. Alles deine Schuld. Was heißt hier, weiß ich nicht. Habe ich dich so erzogen? Tut mir leid, Vater. Alles deine Schuld. Ey, jetzt gib mal nicht mir die Schuld. Ah, zum Glück poppe ich die Postbotin. Ey, Vibe, du machst mich wahnsinnig. Ich bin weg. Was und denn du, jetzt schon wieder? Und du suchst dir Freunde, Mann. Entschuldigung, Papa. Ich geh ein Bierchen sippen. Mach dir nichts raus, Schatz. Er ist einfach ein ekelhafter Säufer. Mama? Ja? Ich kann Gedanken lesen. Was laberst du? Oh, wirklich, ich kann Gedanken lesen. Papa poppt die Postbotin. Ja, weißt du, erstmal, Papa würde niemals die Postbotin poppen, soll ich's dir weil ich bin viel heißer als die Postbotin. Soll ich's dir beweisen, Mama? Ich bin viel heißer als die Postbotin. Nein, bin ich nicht. Ich hab Tellernippel. Geil, Alter. Mutter, ich hab grad gehört, was du über deinen Busen gesagt hast. Was? Mein Busen ist ganz normal, Schatz. Da hast du gerade dran genuckelt. Und jetzt sind meine Nippel ein bisschen weiter als normal, aber jetzt auch nicht wirklich aber groß. Ich hab gehört, dass du dich selber nicht hübsch findest. Also beweise ich dir, dass ich Gedanken lesen kann. Mein Gott, du kannst wirklich Gedanken lesen. Ja. Sehr unglaublich. Weißt du was, ich habe von deiner Schule gehört, von Leuten mit besonderen Fähigkeiten. Ehrlich? Wollen wir da mal hinfahren? Ja, bitte, vielleicht Mama. Vielleicht ist das was für dich. Ja, vielleicht bitte. Vielleicht ist das besser als die jetzige ja. Schule. Ja, los. Okay, komm, wir fahren. Okay, los, let's go. Mein Gott, Mama. Was macht denn dein Vater da? Oh mein Gott. Mäuschen, komm mal rüber, Alter. Mann, Bernd, du hast wieder viel zu viel getrunken. Ey, komm. Mama, fahr weiter. Geh Mama. Nach Hause, dusch dich. Geh Mama, mach dir nichts draus wegen Dad, ne? Ja, dein Vater ist halt ein Spinner, aber sei dir sicher, ich werde ihn immer weiter lieben. Und später schlafe ich mit Postboten. Okay, Mama, ich kann dich zwar immer noch hören, aber ich gehe dann mal was zu... Was meinst du? Ja, also, ich Schatz, ich muss jetzt los. Ja, ich wünsche dir was. Ja, ich bin weg. Ciao. Tschüss. Mein Gott, die Schule ist echt nice, Alter. Oh, lol, da fliegt einfach jemand. Alter, die haben echt Sachen. Oh, mein Gott. Hey, weißt du, wo hier das Klo ist? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Mein Gott, Digga, warum ist der so schnell, Alter? Alter, hier sind ja voll die LOL, der hat einfach so einen komischen Arm. Hey, die Schule ist ja mal mega geil, Digga. Hallo? Hallo? Was ist deine Spezialfähigkeit? ich hab nicht gelacht. Wie geht's? Bist du auch neu? Ja, ich bin auch neu hier. Ich geh jetzt in die Schule, ciao. Okay, ciao. What the f... Oh, okay. Dann ab mal in die Schule. Schule 187. Okay, viel versprechen. Und ich glaube, ich muss in die... Moment. Klasse 1. Okay. Hey, Max. Ja. Immer den Kelp da, Alter. Richtiger Elmen, Mann. Wir müssen uns packen, oder? Ey, du Keck. Ja, aber der war's voll gegeben. Ja, schau dir mal dieses Opfer an, Alter. Komm, wir packen uns den, Max. Sollen wir uns den mal packen hier? Komm. Ey, du, Neuer. Neuling. Ja. Digga, hast du schon mal die Wand geküsst? Das hast voll gut gemacht, Max. Okay, das war nicht lustig. Hey, alle hinsetzen. Hey, Max, schnell zurück. Auf die Stühle. Mein Name ist Professor Schmuck. Reimt sich auch auf Cock. So, Leute. Ich bin hier der Babo an der Schule. Ihr habt alle besondere Fähigkeiten. Ich habe Superman trainiert. Ich habe Batman trainiert. Ich habe Spider-Man trainiert. Und ich habe einen Dreier mit Catwoman und Wonder Woman. Habt ihr verstanden, ihr kleinen Scheißer? Digga, der Typ ist echt krass. Der Typ ist echt Motherfucker. So, Leute, heute hätten wir eigentlich Mathe. Aber wen interessiert die Scheiße schon? Deshalb, wir lernen über Fähigkeiten. Ehrenmann. Was bist du denn für Clown? Was hast du gerade gesagt, du kleiner Scheißer? Ja, schon richtig gehört. So, wenn du noch einmal die Fresse aufmachst, dann bleibst du für immer ein Schneemann. Hast du mich verstanden? Alles klar. So, Kinder, Essenszeit. Raus mit euch. Okay.
Hey, Alter, das sind ja mal voll die krassen Leute. Und was ist. Warum stinkt der denn so? Digga, gib mir mal dein Pausengeld, du kleines Stinktier. Nein! Junge, du stinkst ja richtig nach Scheiße. Hey, hey, Digga, deine Mutter stinkt genauso nach Scheiße. Hey, 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 hört mal auf, den. Digga, was willst du? Ey, Neuer! Chill mal. Lass ihn in Ruhe. Alter, du kannst. Neuer, du kannst mir auch direkt mal dein Taschengeld abdrücken. Lass ihn in Ruhe. Digga, chill mal, Digga. Warum seid ihr so assi, Alter? Ja, weil der nach Scheiße stinkt. Was stinkt Scheiße? Ey, Digga, dann gehen wir weiter. Komm, Ey, Burak, lass vor der Tür rein, komm. Okay, komm. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Ja, los, fang doch an. Komm doch, hä? Wenn ich jetzt die Boogie-Bombe nehme, ihm links treffe, dann sollte er auf jeden Fall ausgeschaltet sein und wir können ihn behebeln. Schnell nach links! Schön ausgerüstet. Ey, was kannst du überhaupt, Alter? Kannst du nicht mal deine Fähigkeit einsetzen? Stinky, ich mach dich genauso fertig. Kannst du irgendwas? Ja, ich kann stinken, warte, guck. Okay. Ey, was will der Stinke jetzt von mir? Oh! Ey, kleinen Scheißer, was macht ihr denn schon wieder? Scheiße, Professor Schmock! Professor Schmock! Entschuldigung, Professor Schmock! Rein mit dir! Ja, wir gehen schon. Ab mit euch ins Klassenzimmer jetzt! Ja, Entschuldigung, Professor. Ey! Neuer, was ich knüpfe mir nach der Schule noch vor. Der denkt auch, ich hab Angst vor dem. Was ein Lelek. Okay. Ey, wie konnte er nur der Attacke ausweichen? Und ihr könnt doch einfach deswegen arbeiten, Digga. So, Kinder, und weil ihr euch ja so gerne schlagt, hab ich mir überlegt, machen wir heute ein kleines Kräftemessen und schauen, wer die stärkste Fähigkeit von euch hat. Ich will den Stinker besiegen, mit dem habe ich noch ein Wörtchen zu klären. Na, kommt jetzt auf jeden Fall erstmal mit, wir gehen in die Arena. Ich hoffe, ich kann gegen Max kämpfen und dem mal eine richtige Lehre erteilen. So, Kinder, erster Fight und... Oh, bah, was stinkt denn hier so widerlich? Das ist der hier, der Stinker. Stinky, du stinkst! Sorry. Auf jeden Fall, so, Ken, du kämpfst gegen Max. Jawohl. Was ist denn? Jetzt bin ich mal gespannt, was Max drauf hat. Ich glaube, er hat eine krass heftige Kraft. So, Leute, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. 3. Okay, dann mal los. 2, 1, go! Was? Sehr stark, Max, so habe ich das erwartet. Du bist mein Goldjunge. Max, ja, wer will als nächstes gegen mich antreten, hä? So, als nächstes Burak gegen Odoman. Okay, der ist ein Elek, den besiege ich mit links. 3, 2, 1, go! Ich glaube, ich werfe meine Granate links und dann meine Bassbock nach rechts. Dann sollte er auf jeden Fall eingeengt sein. Nein, mein Gott. Und ich muss ihn angreifen, Komm her, komm her! Meine Attacken! Oh mein Gott, komm her! Oh! Odoman hat gewonnen! Was? Hm, ein Gedankenleser! Ich hätte niemals gedacht, dass er so stark ist! Ein Gedankenleser, die sind echt gefährlich. Professor Schmocki, sind wir fertig, oder? So, Kinder, jetzt kommt die finale Runde, weil gegen Stinky will eh keiner spielen. Oder? Nein. Also, deshalb Max gegen Odoman. Jetzt werde ich ihn richtig fertig machen. Okay, das werden wir doch sehen. Okay, ich muss jetzt aber kurz seine Gedanken lesen, weil ich kann ihn gar nicht einschätzen. Okay, ich werde einfach mal eine Impulsgranate direkt hinter ihn werfen, sodass er zu mir fliegt und dann werde ich ihm direkt mal schön sein Gesicht deformieren. Träum weiter. Max, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Endlich bin ich an der Heldenakademie. Kinder! Was war das? Geht sofort ins Klassenzimmer! Was war das? Schnell, geht ins Klassenzimmer, ich erkläre es euch später, schnell! Schnell! So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab, die haben echt richtig cool mitgemacht. Und danke auf jeden Fall an euch Jungs. Die sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Nicht vergessen, mich bei Instagram abzuchecken und meinen Creator-Code OdomanPK einzutragen, weil ihr wisst, supporten und graden. Und Leute, schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas so krass feiert und ob ich das als Staffel machen sollte, also so die Heldenschule als Staffel, da hätte ich richtig Bock drauf. Und im Jahr, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!